Hallo, liebe Trading-Freunde, herzlich willkommen wieder hier auf dem German Trader Kanal, eurem Kanal zum chancenreichen Investieren an der Börse. Und ich habe heute wieder eine Aktie mitgebracht, die ich euch vorstellen möchte. Und das ist diesmal die Rocket Internet Aktie. Für die Leute, die Rocket Internet noch nicht kennen, ist eine Beteiligungsgesellschaft bzw. gewissermaßen eine Start-up-Schmiede. Also sie investiert in viele, viele kleine Startups und in der Hoffnung, dass dann sich einige von denen mal gut entwickeln werden und dann den investierten Betrag überkompensieren. Das gelang Rocket Internet auch schon ein paar Mal, unter anderem mit HelloFresh, aber auch mit Delivery Hero oder Home24. Also das sind alles so Beteiligungen, die dann an der Börse versilbert wurden. Genau, die Aktie ist seit Sommer letzten Jahres wieder massiv gefallen, also von 25 Euro jetzt auf 21,50 Euro. Und ich möchte mal in dem Video erklären, warum ich glaube, dass die für 21,50 ein relativ guter Kauf sein kann. Also wenn ich mir jetzt hier den Quartalsbericht zum dritten Quartal anschaue, dann sagt hier Rocket Internet, sie haben 2,6 Milliarden Euro Netto Cash, 0,6 Milliarden an öffentlichen, also Public Stock ist sozusagen an Börsen gehandelten Aktien und dann noch Darlehen, die sie quasi in die Startups abgegeben haben, also Geld, was sie im Grunde auch wieder zurückbekommen sollten. Also kommen wir hier auf einen Gesamtbetrag von ungefähr 3,5 Milliarden. Jetzt muss man aber mal überlegen, wie viel ist die Aktie eigentlich wert? Und zwar, wenn man die 21,5 mal 150 Millionen Aktien rechnet, kommt man hier auf eine Marktkapitalisierung von 3,24 Milliarden. Es ist aber so, dass auch noch Aktien zusätzlich zurückgekauft wurden, und zwar ungefähr 15 Milliarden Aktien letztes Jahr im Dezember. Also wenn man das dann noch runterzieht, bleibt eigentlich dann, also wenn Rocket Internet diese Aktien einzieht, bleibt eigentlich nur noch eine Marktkapitalisierung von 2,9 Milliarden. Und da ist man ja halt eigentlich schon mit den Beteiligungen hier und dem Cash deutlich drüber. Das heißt also, meiner Meinung nach ist die Aktie ein relativ sicherer Kauf, also ein relativ defensives Investment, wo man nach unten hin relativ gut abgesichert ist, nach oben hin aber natürlich durch die ganzen Startup-Beteiligungen trotzdem Chancen bestehen. Wenn wir jetzt mal schauen, also ich habe jetzt einfach mal grob überschlagen, was da so für Beteiligungen da sind. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Ich hoffe, dass das trotzdem zu sehen ist, aber wenn nicht, lese ich es einfach mal vor. Also wie gesagt, die Gesamtmarktkapitalisierung bei 2,9 Milliarden nach Abzügen der Aktienrückkäufe. Und dann kommen dazu von den großen Beteiligungen 11% an Jumia Technologies, das ist so Amazon für Afrika. Dann 18% an Global Fashion Group, das ist sozusagen eine, ja, sowas ähnliches, also Fast Fashion wahrscheinlich in Entwicklungsländern, also Südamerika und Asien. Home24 ist ein Online-Möbelhaus, 11% daran, 25% an Westwing und 12,3% an Tele-Columbus und die größte Beteiligung von den Börsengelisteten, ungefähr 3% an Delivery Hero. Wenn ich das so zusammenrechne, habe ich bei aktuellen Marktkursen von 6,50 € bei Jumia, 1,90 € bei Global Fashion Group, 5,80 € bei Home24, knapp 4 € bei Westwing und 2,85 € bei Tele-Columbus sowie 68,40 € bei Delivery Hero. Dann insgesamt wirklich diese Summe von 620 Millionen Euro für die börsengelisteten Beteiligungen. Also stimmt das schon mal, was hier steht. Genau. Wenn man jetzt mal schaut, wie sich die Aktie insgesamt entwickelt hat, ist also hier mal so ein bisschen zusammengefasst von diesem Stichtag aus. Also hier war Stichtag der 8. November. Und hier habe ich jetzt auch mal den 8. November genommen als Ausgangspunkt. Dann ist diese grüne Linie, diese hier, ist Rocket Internet und das andere sind die Beteiligungen sozusagen, beziehungsweise diese hellgrüne Linie hier ist MSCI World als Benchmark sozusagen. Sieht man also, dass sich drei
nee, vier der Beteiligungen deutlich positiver entwickelt haben als der Messier World und auch deutlich positiver als Rocket Internet selbst. Und nur zwei Beteiligungen haben leicht unterperformt. Die eine ist ungefähr gleich wie Rocket Internet Aktie selbst und die andere ist ein bisschen schlechter. Das ist einmal Westwing und das andere ist Global Fashion Group, glaube ich. Oder könnte auch Home24 sein, die Farben sind hier. Naja, es ist jedenfalls egal. Es sind also eher kleinere Beteiligungen und auch nur zwei gegen vier, wovon halt die größte das Delivery Hero ist und die hat wirklich am besten performt. Dementsprechend haben sich seit dem Stichtag diese Zahlen hier auf jeden Fall verbessert für Rocket Internet. Das heißt also, eigentlich sollte die Aktie nicht schlechter stehen als am 8. November, sondern eigentlich besser als am 8. November. Sehen wir aber, dass die Aktie. Hier haben wir November, 5. November, 6. November, 9. November. Damals noch bei 23,60 Euro stand und jetzt aber bei 21,60 Euro. Das heißt also eigentlich eine Diskrepanz da von mindestens 2 Euro oder knapp 10% nach oben. Deswegen ist für mich die Aktie jetzt hier ein Kauf und ich bin auch grundsätzlich von den Beteiligungsunternehmen überzeugt. Also ich glaube, dass Westwing unterbewertet ist. Können wir auch mal kurz reinschauen. Die Geschäftszahlen haben sich da deutlich verbessert. Und ich glaube, die verfügen über knapp 70 Millionen Netto-Cash-Positionen in dem Unternehmen und das gesamte Ding ist halt nur mit 80 Millionen bewertet. Also eigentlich ein klarer Kauf mit deutlich Upside-Potenzial. Dann Home24 ist meiner Meinung nach auch ein Kauf. Jetzt nicht mehr so stark, wie sie schon mal waren. Also bei Bewertungen von 3 Euro oder so war es natürlich ein absoluter Kauf. Das sind beides Unternehmen, die so kurz davor sind, Break-Even zu werden. Na, jetzt lädt er hier nicht. Genau, also sind hier einmal so quasi durch die Talsohle durch und haben durchaus Chancen, wieder hier zweistellig zu werden, meiner Meinung nach. Bei Delivery Hero ist nicht ganz klar, wie groß der Anteil jetzt noch ist. Aber ich habe jetzt einfach mal grob überschlagen mit den 3%, weil ich keine Meldung dazu gefunden habe, dass die ihren Anteil veräußert haben. Und bei Jumia bin ich der Meinung, ist das wirklich auch ein sehr langfristiges Ding. Aber die wachsen in Afrika sehr stark und wenn die es wirklich schaffen, den afrikanischen Kontinent sozusagen zu erobern und sich dort durchzusetzen als Marktführer, auch mit Jumia Pay, also quasi einer Online-Bezahlmöglichkeit, ist das hier auch eine Aktie mit deutlich mehr Potenzial als da, wo sie jetzt gerade steht. Also auch locker zweistellige Kurse. Das schlägt sich natürlich dann alles auch wieder auf die Bewertung von Rocket Internet drauf. Und ja, deswegen würde ich die jetzt zu 21,50 Euro kaufen. So, nicht wundern, das Video fängt nochmal von vorne an. Ich habe aber noch ein paar Sachen zu sagen. Also Punkt 1, Risikohinweis. Natürlich ist das keine Anlageempfehlung. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Spekulieren an der Börse birgt Risiken bis zum Totalverlust. Also bitte nicht nachmachen oder nur dann machen, wenn man sich selber so überlegt hat. Auf jeden Fall, das Punkt 1 und Punkt 2 ist nochmal die ganze Geschichte rund um den MDAX-Ausstieg oder Rausschmiss. Es kann ja durchaus sein, dass Rocket Internet aus dem MDAX fliegt, wegen der schlechten Performance. Das würde natürlich zusätzlichen Verkaufsdruck in die Aktie bringen, weil die ganzen Indexfonds dann verkaufen müssten. Das ist durchaus ein Szenario, was man noch im Hinterkopf behalten muss. Also es kann sein, dass die Aktie noch weiter fällt. Trotzdem ist sie auf dem aktuellen Niveau, wie gesagt, für mich ein Kauf und notfalls könnte man dann nachkaufen, wenn sich an den Rahmenbedingungen nichts ändert und früher oder später sollte sich eigentlich der Wert wieder Richtung der realistischen Bewertung entwickeln. Genau, so viel dazu. Viel Erfolg, bis zum nächsten Mal und ich freue mich über ein Abo natürlich. Jetzt sind es schon über 30 Abonnenten, das ist ja echt cool, also freue ich mich, dass sich Leute dafür interessieren. Genau. Wünsche, Anregungen und Ideen gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.